Viele Wege führen in die IT. Das war auch bei Anna Kopp so. Die gebürtige Schwedin hat ursprünglich Ägyptologie studiert, dann aber auf die International Business School an der Universität Stockholm gewechselt. Damit bin ich nach Deutschland gekommen. Wir hatten ein Auslandssemester und heim kam ich nicht mehr. Und ich habe zuerst ein bisschen rumgejobbt und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich was Gescheites mit meinem Leben und bin zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen. Die haben mich zu einer Firma geschickt und die hieß Silicon Graphics. Heute ist Anna Kopp IT-Chefin von Microsoft Deutschland. Der Weg dorthin war geprägt von viel Learning by Doing und Selbststudium. Die Möglichkeiten heute, sich zu erkundigen, sind so viel größer. Das hatte ich alles nicht. Musste ich alles irgendwie zusammensuchen selber. Und was auch dazu kommt, ist, es gab keine Vorbilder. Mir ist es immer wichtig, Vorbild zu sein und junge Frauen dann zeigen, was ich mache. Und das ist so einiges. In ihrem Arbeitsalltag beschäftigt sie sich unter anderem mit den Chancen der künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz. Und da gibt sie Führungskräften vor allem einen Rat. Ich glaube, es ist super wichtig, das eigene Unternehmen zu kennen, weil am Ende ist ja KI, hat ja nur mit Daten zu tun. Welche Daten habe ich im Unternehmen? Wie fließen die? Wo dauert es lange? Wo brauche ich Unterstützung? Wo habe ich vielleicht nicht das Personal? Also versuchen zu verstehen, wo stehe ich gerade mit meinen Daten. Digitaler Optimismus ist der Titel ihres Vortrags, mit dem sie kürzlich bei der OÖ Nachrichtenwirtschaftsakademie im Brucknerhaus zu Gast gewesen ist. Es führe kein Weg daran vorbei, warum also der KI und Co. nicht positiv begegnen. Weil ich finde, wir müssen Team Neugierde statt Team Angst sein, weil wir haben keine Wahl. Wir müssen natürlich da halt das anschauen. Wenn ich es nicht tue, dann tut es jemand anders. Beim Netzwerken im Rahmen der Veranstaltung hatten die Gäste Gelegenheit, sich über die voranschreitende Digitalisierung am Arbeitsplatz auszutauschen. Wir haben vor 6 Monaten die erste KI-Schulung gehabt bei uns im Büro und das ganze Büroteam ist geschult worden, auch über die KI-Möglichkeiten, und wir sehen den Ganzen auch positiver ins Auge, weil man natürlich da auch einen Fortschritt erzielen kann und natürlich auch Arbeitserleichterung bekommen kann. Alle Arbeiten, die ich direkt mit meinen Händen mache, die wird die KI vielleicht nicht direkt ersetzen können, aber KI kann ich immer einsetzen, dass ich meine Arbeit effektiver mache. Ob ich jetzt zum Beispiel Social Media Texte mit der KI vorschreiben lasse und dann meine Prise nochmal drüber strahle. Mein Co-Founder und ich sagen immer, für das World Wide Web damals waren wir ein bisschen zu jung. Und das sehen wir jetzt als die nächste Technologie, die das wirklich verändern wird. Und da wollen wir einfach dabei sein. Wir haben gesagt, wir wollen sie von Anfang an damit beschäftigen. Für Anna Kopp ist digitale Transformation als Reise zu verstehen. Und dabei gehe es allen gleich. Mensch und Technologie müsse man in Einklang bringen.